kleine Sondersendung, und zwar geht es um eine Poroporos. Ihr seht, wachsen da nämlich jetzt noch eine Menge neue nach. Und ja, also eine Menge. Und ich habe drüben hier auch noch welche. Da ist übrigens ein bisschen Johanniskrautöl und das wird eine Breitwegerichsalbe. Weil eine Freundin von mir hat Mückenstichallergie. Und hier probiere ich gerade mal einen Kefirkäse mit einen Süßen, mit Beeren, anstatt mit Kräutern. Mal gucken. Und ja, hier habe ich heute noch viel mehr Poroporos. Und jetzt die große Frage, was will ich mit dem so einem Poroporo? Was ist das überhaupt? Das ist Nachtschattengewächs aus Neuseeland. Das ist eine mehrjährige Pflanze. Das wird, kann bestimmt 20 Jahre alt werden oder älter. Und die ist halt Nachtschattengewächs. Und man kann da halt andere Nachtschattengewächse drauf graften, also veredeln. Also man könnte jetzt hier das abschneiden und dann Physalis oder Tomate oder viel wichtiger, wofür ich es gelesen habe, steht bei Wikipedia, mal Poroporo eingeben, gibt es nur im englischen Wikipedia, aber diese indische, ach wie heißt der jetzt gleich, ich wollte es eigentlich nachschlagen, jetzt habe ich es vergessen, das ist übrigens die Katze, die immer kommt, wenn ich draußen bin, vom Nachbarn kommt die sofort rüber, da gibt es so ein indisches Nachtschattengewächs, wo das halt auch zum Grafting für verwendet wird, einfach mal bei Wikipedia gucken. Ich schreib's in die YouTube-Beschreibung. Und das ist noch was anderes, was ich nicht kenne, was hier wächst. Und des Weiteren hat es natürlich selbst auch Früchte. Und zwar, die sehen aus wie Physalis auch. Schmecken kann man nicht vergleichen. Ganz eigen, aber lecker. Und in Ukraine, habe ich gelesen, werden die Poroporos wohl auch gezüchtet, weil die Frucht Steroide in sich hat. Und um das Steroid-Medikament daraus herzustellen. Und ja, also falls ihr so denkt, boah, oder ich kriege so viel Östrogene durchs Wasser, durchs ganze Plastik, was ich anfasse, so ein paar Steroide täten mir ganz gut. Und das ganz pflanzlich und natürlich, könnt ihr die natürlich auch, die Poroporos nehmen, ohne sie zu graften. Ich habe auf jeden Fall genug, was ich dafür haben will, weiß ich noch nicht. Also wer Interesse hat, diese seltene und sonst nicht erhältliche Pflanze zu bekommen, der soll mir einfach schreiben. Dann schicke ich sie zu. Tschüss.